Diese Woche bei Mythenjäger. Eine weitere Kreatur, die versucht, Eis zu verkaufen. Nachts in Los Santos. Mittlerweile gibt es einen großen Hype um Eiscreme in der Stadt. Doch hier gibt es einen Verkäufer, der daraus noch etwas mehr machen möchte. Denn der sogenannte Eiscrememann soll für das Verschwinden von jungen Käufern verantwortlich sein, die sich nachts ein kleines Eis kaufen wollen. Sollten Sie den Eiscrememann nachts sehen oder einen seiner Vans, kaufen Sie kein Eis von ihm. Es wird wahrscheinlich Ihr letztes sein. Ist diese Geschichte wahr? Das erfahren Sie bei Mythenjäger. Yo Leute, was geht? Freunde, willkommen zu einem weiteren Video in GTA 5. Und Leute, bevor ihr euch alle fragt, wo bin ich hier? Leute, das hier ist kein Greenscreen oder so. Ich befinde mich tatsächlich hier in New York City. Das ist der letzte Tag, an dem ich hier in New York City bin. Ihr werdet viele Vlogs sehen, alles mögliche dazu. Wie gesagt, könnt ihr auf jeden Fall alles erfahren. Die Leute, die mir auf Instagram folgen, die haben das Ganze schon verfolgt. Wir sind auf jeden Fall heute in GTA 5 und ich habe mir mein mobiles Triple-Monitor-Laptop-Setup aufgebaut. Deswegen sorry, falls die Belichtung oder so irgendwie nicht ganz passend ist. Ich dachte mir, heute für dieses Video machen wir es ein bisschen interessanter, ein bisschen atmosphärischer. Und der liebe Franklin Jr., der hat auf jeden Fall was richtig Krasses für uns. Und da würde ich sagen, gehen wir einfach mal hin. Was willst du, Alter? Was ist mit dir los? Ey, yo, Dad, ich habe eine richtig coole Sache rausgefunden. Und zwar verkaufen die jetzt Eiscreme in Los Santos. Wie, Eiscreme? Was meinst du mit Eiscreme? Wo verkaufen die denn mit der Eiscreme jetzt? Na, hier am Vespucci Beach. Komm, lass uns gehen, bevor die dann zumachen. Das Eiscreme ist sehr, sehr begehrt. Okay, beruhig dich mal, Franklin Jr. Wir gehen schon, wir holen uns das Eiscreme. Alles klar, komm, steig ein. Wir gehen jetzt erstmal, Leute, an den Vespucci Beach und dann holen wir uns erstmal Eiscreme. Leute, ich in New York City, Liberty City gerade. Ich könnte natürlich auch ein GTA 4 Video aufnehmen. Also, falls ihr das wollt, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, wenn ihr GTA 4 auch in Liberty City, also in New York City, in echt haben wollt. Wie gesagt, ich habe echt coole Ideen und ja, Franklin Jr., steig mal ein. Franklin Jr., willst du dich gerade umziehen? Wo bist du denn? Ey, der kommt von da hinten. Alles klar. Okay, dann steig mal ein, Bro. Wir haben echt spät. Es ist schon 19.38 Uhr. Ich weiß nicht, wo gehst du hin, Kollege? Oh, er steigt in den Hintersitz ein. Alles klar. Will er heute nicht auf den Beifahrersitz? Egal. So, dann würde ich sagen, machen wir uns mal auf den Weg, Freunde. Wir haben nicht so viel Zeit. Es wird gleich Nacht, genauso wie bei mir hier im Moment. Alles klar, dann würde ich sagen, auf geht's zum Vespucci Beach. Okay, da wären wir jetzt am Vespucci Beach bei Sonnenuntergang. Aber Franklin Jr., weißt du eigentlich, wo die das Eis verkaufen? Ja, das ist ein bisschen komisch. Ich hoffe nicht, dass wir zu spät dran sind. Aber guck mal, vielleicht ist er ja auch ein Eisautomat. Ah, ein Eisautomat? Das war nicht eine schlechte Idee. Ich glaube, die Automaten waren so ein bisschen weiter weg, Leute. So, haben wir hier vielleicht einen Automaten? Aber da haben die doch normalerweise nur Soda oder so etwas. Also, Kollege, guck mal, ob wir irgendwas finden. Wait. Leute, warte mal kurz. Ist das brandneu? Seht ihr das? Die haben hier tatsächlich, Leute, einen Ben & Jerry's Automat? Was haben die? 2,80 Dollar. Ja, okay. Das ist eigentlich ein sehr, sehr guter Preis, Kollege. Okay, du hast echt einen guten Fang gemacht. Na gut, dann gönnen wir uns wenigstens diese Eiscreme. So, okay, Franklin Jr., dann würde ich sagen, gönnen wir... Wait. Leute, der Automat ist leer. Das kann doch nicht sein. Haben die das ja auch leer gekauft, den ganzen Automaten? Oh nein, bitte nicht. Ich wollte unbedingt diese Eiscreme haben. Ja, das ist mega schade, muss ich sagen. Wait, was ist das da hinten? Ist das da hinten ein Eiscreme-Van? Ey, Franklin Jr., vielleicht haben wir Glück. Vielleicht ist da doch Eiscreme. Yay, Eiscreme. Oh, wir haben so ein Glück. Hoffentlich ist es noch nicht leer. Yo, und by the way, seht ihr das gerade, was dort auf dem Boden liegt? Habt ihr euch das mal genauer angeschaut? Sind das tatsächlich... No way, das kann ich nicht vorstellen. Leute, das sind einfach leere Ben & Jerry's Becher. Die sind einfach hier alle komplett leer gegessen worden. Alles klar, ich würde sagen, du wartest hier. Ich gehe dann, hol das Eis. Ja, ich will einfach, rühr dich von keinen vom Fleck. Wir machen uns auf den Weg. Ich hol das Eis und ja, dann warte einfach nur, okay? So, wir gucken uns das Ganze mal an. Schaut euch das mal an, Leute. Das ist der Jackpot, würde ich sagen. Wir haben sogar diese Marke Cherry Popper. Die kenne ich normalerweise aus GTA Vice City. Ey, Sie da, Mister, haben Sie vielleicht Eiscreme für mich? Sorry. Leider ist gerade vor 5 Minuten jemand vorbeigekommen und hat diesen ganzen Van leer gekauft. Kein Eiscreme mehr für heute. Kommen Sie morgen vorbei. Ey, nein. Ist das dein Ernst? Nicht mal da haben wir Eiscreme. Ey, Franklin Jr. wird das Ganze überhaupt nicht gefallen. Okay, haben Sie wirklich gar keine einzige Kugel Eiscreme übrig? Wie gesagt, kein Eis für heute.
Kommen Sie morgen wieder. Naja, okay. Na, alles gut. Dann gehen wir eben zu Franklin Jr. und wir holen uns morgen Eis. Warum muss er unbedingt heute Eis essen? Alles klar. Okay, Franklin Jr., es tut mir leid, aber leider haben wir... Franklin Jr.? Hey! Hey, Franklin Jr., wo bist du, Alter? Hey! War er nicht gerade hier beim Automaten? Franklin Jr.! Wo sind die Dosen verschwunden? Das ist ein bisschen komisch. Hey, Franklin Jr., wo bist du? Ich hoffe, der ist nicht traurig darüber, dass ich ihm gerade kein Eis geben konnte. Oder er sucht gerade selber danach. Vielleicht hat er gerade auch einen eigenen Truck gefunden. Franklin Jr., wo bist du? Ey, Kollege, ich mache mir langsam Sorgen. Wo ist er jetzt auf einmal verschwunden? Es wird schon spät. Wir haben jetzt 20.40 Uhr. Okay, ich weiß nicht. Vielleicht kommt er gleich. Ich bleib einfach hier, Freunde. Es wird nichts bringen, wenn ich ihn jetzt suche. Weil ich denke, dann wird er wahrscheinlich mich auch nicht mehr finden. Aber es wird langsam echt problematisch. Leute, ich habe jetzt ein dickes Problem. Ich warte jetzt schon seit über einer Stunde. Es ist mittlerweile schon 21 Uhr und kein Signal von Franklin Jr. Ihm muss irgendwas zugestoßen sein. Ich kann mir nicht denken, dass er hier wirklich einfach nach Eiscreme gesucht hat. Wait, hört ihr das gerade? Ist das? Das ist Eiscreme-Musik. Das ist die Musik von einem Eiswagen. Aber Moment. Warte, ich komm diesem Geräusch mal ein bisschen näher. Ich glaube, das kommt von hier. Hallo? Ist hier irgendwo der Eiscreme-Van? Oh, Leute, es wird lauter. Es kommt auf jeden Fall von hier. Oh ja, es wird immer lauter. Hallo? Ist hier jemand? Da ist der Eiscreme-Van. Da muss Franklin Jr. sein, locker. Franklin Jr., hello. Wo bist du, Kollege? Zeig dich doch mal. Ist hier überhaupt jemand? Die Musik spielt immer weiter. Aber hier ist immer noch kein Franklin Jr. Das ist alles... Was steht da, Leute? Seht ihr das gerade? Frosty Wheels Eiscreme. Der sieht aus wie so ein angebissenes Eiscreme. Aber wo ist der Typ? Der hat den Van hier einfach stehen gelassen und seine Musik läuft einfach immer weiter. Franklin Jr., wo bist du, Alter? Ey, das ist so merkwürdig mit... Wait. Oh, ey, da ist er ja. Okay, ey, Mr. Eisverkäufer. Wissen Sie vielleicht, wo mein Sohn ist? Wo ist Franklin Jr.? Und Sie sehen ein bisschen komisch aus. Ist alles mit Ihnen in Ordnung? Ey, leider kann ich dir dazu nichts sagen. Ich habe keinen Jungen gesehen. Möchten Sie vielleicht ein Eis von mir kaufen? Nein, danke, Mr., wie ist Ihr Name? Mr. Rod. Nein, tut mir leid, Mr. Rod. Ich möchte kein Eis von Ihnen kaufen. Es tut mir leid, aber ich würde wirklich gerne wissen, wo Franklin Jr. ist, weißt du? Können Sie mir wirklich irgendwie nicht helfen? Ich meine, ganz ehrlich, Sie sehen auch ein bisschen, warum verkaufen Sie Eis um diese Zeit? Okay, ich mache Ihnen einen Deal. Ich kann Ihnen sagen, wo der Junge ist. Ja, ich erinnere mich wieder. Aber nur, wenn Sie ein Eis von mir kaufen, dann sage ich es Ihnen. Wie gesagt, ich brauche unbedingt Umsatz. Ja, okay. Was kostet so ein Eis? Was kostet so eine Kugel Eis bei Ihnen? Mein Eis kostet $5,000 die Kugel, aber Sie können auch gerne kostenlos eins kriegen, wenn Sie einfach einen Like da lassen. Ey, echt jetzt? Okay, Leute, ihr habt den Eismann gehört. Ihr müsst jetzt ein Like da lassen. Also zerstört den Like-Button, Leute. Zerstört vor allem jetzt den Like-Button, weil ich hier aus dem Hotel für euch ein Video drehe. Also, wie gesagt, zerstört den Like-Button und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Da verpasst ihr nicht die krassesten Liberty City New York Videos aus dem Hotel und unterwegs. Also, ich habe was richtig Krasses vorbereitet. Also, zerstört den Like-Button und abonniert den Kanal. Und let's go! Perfekt. Sie sind heute mein erster, mein bester Kunde sind Sie heute. Viel Vergnügen mit dem Eis. Ich muss Sie allerdings warnen, das Eis ist leider schon geschmolzen, aber es schmeckt trotzdem noch fantastisch. Hey, alles klar. Ich hol mir das Eis aus Ihrem Van. Alles klärchen, nicht wahr? Okay, dann gucken wir mal nach, was er auf uns für ein Van oder für ein Eis gibt. Ich finde ihn merkwürdig, Leute. Wie heißt dieser Mann? Mr. Mob? Mr. Rob oder so? Naja, wir holen uns das Eis von ihm. Okay, ich wusste gar nicht, dass wir dafür einen Kaffeebecher brauchen, um Eis zu trinken. Wahrscheinlich, weil das Teil geschmolzen ist. Okay, Franklin, komm, trink einen Schluck. Und? Wie schmeckt es? Schmeckt's gut?
Franklin, alles mit dir okay? Oh mein Gott, sein Gesichtsausdruck sagt, glaube ich, dass ihm das überhaupt nicht geschmeckt hat. Er hat das Eis einfach auf den Boden geworfen. Okay, ich habe das Eis jetzt gekauft. Egal, wie es geschmeckt hat, das ist völlig egal. Ich will jetzt wissen, wo Franklin Jr. ist. Okay, jetzt sagen Sie mir, wo ist mein Sohn? Das kann ich Ihnen ganz gerne sagen. Kommen Sie dazu aber erstmal in meinen Van. Franklin Jr., ich bringe ihn zu Ihnen. Alles klar, dann bringen Sie mich mal bitte umgehend zu meinem Sohn. Das gibt's ja wohl nicht, ne? Oh, Leute, wir steigen jetzt tatsächlich als Beifahrer in den Truck ein? Oh mein Gott, what? Okay, alles klar. Er fährt doch los. Leute, er fährt einfach los. Okay, alles klar. Können Sie mir vielleicht jetzt langsam sagen, wo mein Sohn ist? Das wäre echt hilfreich, muss ich sagen. Bleiben Sie einfach in meinem Van sitzen. Es wird alles gut. Ich bringe Sie zu Ihrem Sohn. Lassen Sie mich raus! Hey! Der hat mich in den Van eingeschlossen, Leute. Ich komme nicht raus. Ich kann nichts machen. Ich kann einfach nichts machen. Ey, lassen Sie mich bitte aus dem Van raus. Bitte, bitte. Oh, wait. Oh mein Gott. Leute, irgendwas stimmt mit dem Eis nicht. Franklin, was geht gerade ab? Nein, 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 nein. Nein, nicht bewusstlos werden, Franklin. Nicht bewusstlos werden. No. Oh, wow. Hey, wo bin ich hier gerade? Hallo? Franklin? Ey, komm, Kollege, steh mal wieder. Oh Gott, da ist diese Kreatur. Hey, wo bin ich hier? Aus dem Weg. Franklin, hey, Franklin Jr. Nein, bitte sag mir nicht, dass ihm was angetan wurde. Oh mein Gott, ach. Leute, er schläft nur. Es ist alles mit ihm gut. Franklin Jr., hörst du mich? Ist alles mit dir in Ordnung? Oh, okay. Oh mein Gott, ich dachte schon, Leute, dass ihm wirklich was zugestoßen ist. Was hast du dir nur gedacht? Wo bist du gelaufen? Sorry, Dad. Ich hatte einfach Bock auf dieses Eis und du weißt, es war sehr lecker. Es war zwar geschmolzen, warte mal. Wo bin ich? Und wie hast du mich gefunden? Ja, die gleiche Sache frage ich mich gerade auch. Wo sind wir hier gerade? Ey, Mr. Eiscreme-Mann, was soll das? Was soll das? Warum sind wir hier? Kannst du mir das jetzt eindeutig sagen? Ich will hier gehen. Ich hau hier ab. Ich hau hier ab. Ich flieg mit dem Flieger weg sofort. Ja, ich verlasse Los Santos. Ich gehe nach Liberty City. Da seid ihr ja wieder beide wohl auf. Ich hoffe, das Eis hat euch sehr gemundet. Tut mir leid, dass ihr beide eingeschlafen seid. Ich habe euch einfach hier hingefahren, damit ihr erstmal ausschlafen könnt. Geht jetzt gerne einfach nach Hause. Ich lasse euch raus. Ich weiß nicht, warum das Eis meine ganzen Kunden müde macht, aber es schmeckt sehr gut. Also, ihr könnt gehen. Ehrlich? Wir können jetzt einfach gehen? Das war's? Einfach so rausgehen? Okay, das ist... Okay, weißt du was? Komm, wir gehen einfach raus. Ich verstehe den sowieso nicht, aber das ist merkwürdig. Okay, Franklin Jr., komm, wir gehen nach Hause. Und wir kommen nie wieder zu diesem Typen. Wir essen nie wieder Eis von diesem Eiscreme-Mann. Na los, komm, Franklin Jr. Und sie, weg mit ihnen. Ich weiß nicht, was mit ihnen nicht stimmt, aber ey, was sie da für die Leute verkaufen, was... Okay, ich gehe hier raus, Leute. Ich weiß nicht, was es von Ort ist, aber das hat nichts mit einer Eismaschine zu tun. Franklin? Junior, bitte sag mir nicht, dass du weg bist. Franklin Junior? Jo, beeil dich, komm schon. Dieser Typ ist verrückt. Der ist komplett durchgedreht. Wir müssen hier raus. Unbedingt. Okay, ich würde sagen, wir gehen so schnell es geht nach Hause. Oh mein Gott, es ist mittlerweile schon Tag geworden. Und Franklin Junior, du kriegst jetzt erstmal wirklich von mir eine Ermahnung. Ganz ehrlich, das geht so nicht. Der kann nicht einfach so rausgehen. Wobei ich sagen muss, es war eigentlich meine Schuld. Also eigentlich habe ich ihn warten lassen. Egal, Hauptsache dir geht's gut, mir geht's gut. Und wir essen jetzt kein Eis mehr von diesem komischen Mann. Ist es okay? Ja, sorry, Dad. Aber das Eis war wirklich lecker. Ich brauche das nochmal. Ich weiß, ich bin dann müde geworden, aber kann ich es nicht nochmal essen? Und dann einfach hier schlafen gehen? Nee, heute ist erstmal Eisverbot, okay? Heute gibt's kein Eis mehr für dich. Verstanden, Franklin Jr.? Okay, ich glaube, ich leg mich hier einfach nochmal schlafen. Wer hat die Couch wieder verschoben? Leute, ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwie jedes Mal, wenn ich in meine Wohnung komme, immer ist die Couch hier verschoben. Naja, egal. Ich würde sagen, wir werden erstmal uns kurz hinlegen. Okay. Warte mal, oh nein, hörst du diese Musik wieder?
Es ist wieder der Eiscreme-Van. Ist er jetzt unterwegs auf dem laufenden Band hier durch die Stadt? Yay, es ist wieder der Eiscreme-Van. Darf ich bitte kurz rausgehen? Bitte, bitte, bitte. Ich muss unbedingt hin. Was sollen wir machen, Leute? Sollen wir ihn einfach gehen lassen? Soll er sich sein Eis holen und dann wieder herkommen? Ja oder nein? Schreibt es kurz mal in die Kommentare. Geh Eis essen holen oder geh nicht Eis essen holen. Jetzt einfach in die Kommentare schreiben. Okay, ich mag das wirklich nicht so gern zugeben, aber ich glaube, wir geben ihm einfach die Chance. Okay, aber nur unter der Bedingung, dass du sofort zurückkommst. Ist es okay? Yay, Eiscreme! Okay, da ist er auch schon wieder weg. Ah, Mann, ey, was sollen wir jetzt machen, Leute? Ich würde sagen, wir warten einfach ganz entspannt. Wobei, wartet mal. Das ist, glaube ich, nicht der normale Eiscreme-Van. Oh, nein. Nein, 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 nein. Das darf nicht wieder dieser gleiche Typ sein. Bitte nicht. Nein, 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 nein. Nein, das kann nicht sein. Das kann nicht. Oh, ich wusste es. Ich wusste, dass du das bist, ne? Ich wusste es. Oh, hallo. Da ist ja mein letzter, ich meine, mein Lieblingskunde. Und dein kleiner Junge war auch gerade bei mir. Wie heißt er noch gleich? Franklin Jr. Hat sich wieder ein schönes Eis gegönnt. Wie wär's? Möchtest du auch noch eine Kugel haben? Ich möchte keine Kugel haben. Ich möchte kein Eiscreme haben. Ich möchte gar nichts mehr haben. Ist es okay? Hast du es verstanden? Ich möchte gar keine Eiskugel mehr von dir haben. Wo ist Franklin Jr.? Du sagst mir jetzt sofort, wo Franklin Jr. ist. Da, nicht so unhöflich, mein Freund. Ja, das kann ich gerne machen. Aber bitte kauf ein Eis bei mir. Ich brauche Kunden. Ist das dein Ernst? Ist das wirklich dein Ernst? Nein, ich kaufe kein Eis mehr. Das war's. Es ist vorbei. Ich kaufe keine einzige Kugel mehr und ich will das ganze Geld zurück, was du von Franklin Jr. genommen hast und von mir. Jeden einzelnen Cent will ich jetzt sofort hierher und Franklin Jr. kommt hierher, sonst rufe ich die Polizei. Okay, ich rufe jetzt die Polizei. Ich rufe jetzt 911 an. An deiner Stelle würde ich das nicht tun. Du kaufst jetzt sofort ein Eis bei mir oder es wird dein letztes Eis sein. Was ist gerade passiert und warum hat der leuchtende Augen, dieser Typ? Alles klar, bitte tun Sie mir nichts, okay? Ich kaufe schon ein Eis bei Ihnen, aber bitte schicken Sie mich zu Franklin Jr. Ist das ein Deal? Ja, so ist es perfekt, mein Kunde. Mein liebster Kunde. Dankeschön. Genießen Sie Ihr Eis und ich bringe Sie sofort zu Ihrem Sohn. Gott, Leute, ich drehe gleich durch. Ich drehe gleich komplett durch bei diesem Typen. Okay, alles klar, Franklin, komm. Trink deinen Tee, dein Eis aus. Es ist auch wieder geschmolzen. Na los, trink es aus, Kollege. Komm, ich weiß, es schmeckt nicht. Egal, komm, trink einfach, komm schon. Los. Ja, genau. Und er macht wieder diesen gleichen Blick, Leute. Er macht wieder diesen gleichen Blick von diesem angeekelten Blick von dieser ganzen Eiscreme. Okay, alles klar. Oh nein. Oh nein, Franklin. Nein, Kollege. Nein, das Eis macht... No. Oh, nein. Süße Träume, kleiner Franklin. Juhu. Oh, nein. Das ist schon wieder passiert. Wir sind schon wieder eingepennt. Na los, komm. Jo, Franklin Jr., dir geht's gut. Ich sag dir, das war's das letzte Mal. Ich hab einen Fehler gemacht. Du hättest niemals dieses Eis nehmen können. Sorry, Dad, aber dieses Eis macht so süchtig einfach. Mir egal, Franklin Jr., wir gehen jetzt. Da ist er schon wieder. Ich glaub's nicht. Weißt du was? Du kriegst jetzt erstmal von mir hier. Das ist meine Meinung. So, das ist meine Meinung. Das kriegst du davon. Yes! Okay, jetzt hauen wir einfach ab. Na los, komm. Wir verlassen diesen Ort. Dieser Eiscreme-Mann, der ist völlig verrückt geworden. Weißt du was, der ist absolut wahnsinnig. Man kann ihm einfach nicht trauen, Leute. Es ist einfach so. Man kann... What? Was ist gerade passiert? Also, wie ich sehe, wollt ihr euch gerade verdünnisieren, ohne ein weiteres Eis von mir gekauft zu haben. Ihr werdet jeden Tag Eis von mir kaufen, egal ob ihr wollt oder nicht. Und falls nicht, werdet ihr wie gesagt mein letzter Kunde sein. Ich glaube, wir haben ein Problem, Franklin Jr. Was sollen wir jetzt machen? Sollen wir ein Eis von ihm kaufen? Ich glaube nicht. Okay, ich würde sagen, bei drei laufen wir. 1, 2, 3, lauf. Okay, Beeilung. Schnell, wir laufen jetzt einfach hier ganz schnell, Leute. Ich hoffe, dieser Typ, ey. Dieser Typ.
Der ist so merkwürdig, ne? Ich hätte niemals eine Kugel Eis von ihm kaufen sollen. Okay, ich würde sagen, wir laufen raus. Let's go. Let's go, wir sind draußen. Okay, alles klar, Leute. Das ist, warum ist der Strom aus? Ist das normal, dass wir gerade keinen Strom mehr haben? Das ist alles andere als normal. Dad, ich glaube, dieser Eiscreme-Verkäufer macht mir Angst. Yo, mir auch langsam, Kollege. Mir auch. Komm, wir gehen jetzt einfach nach Hause. Ich weiß nämlich nicht, was er vorhat, aber wir sind nur zu Hause sicher, okay? Einfach zu Hause. Alles klar, ich glaube... Oh nein. Franklin, lauf, lauf, lauf. Da ist er. Lauf. Oh mein Gott. Nein. Schnell. Wir nehmen den Van. Franklin, steig in den Van. Steig. Beeil dich. Fahr. Franklin Jr. Oh mein Gott, wir haben ihn vergessen. Schnell. Oh nein, jetzt habe ich 2 Sterne. Komm, beeil dich. Steig ein. Oh mein Gott. Yo. Okay, alles klar. Okay, keine Ahnung, was hier gerade abgeht, aber wir fahren einfach nach Hause. Ich glaube, das ist der beste Weg, Leute, um diesen Eiscreme-Mann. Wie gesagt, vertraut niemals dem Eiscreme-Mann in GTA 5. Und wenn ihr ein Part 2 haben wollt, ihr wisst jetzt Bescheid, lasst jetzt einen Daumen nach oben da. Okay, da wären wir. Zu Hause, let's go. Endlich, Leute, endlich sind wir befreit von diesem... Wo kommt diese Musik auf einmal her? Die kommt mir sehr bekannt vor. Das ist doch die Eiscreme-Wagen-Musik, oder? Oh mein Gott. Was? Bitte nein. Bitte nein. Nein. Oh no. Wenn ihr wollt, dass das Ganze weitergeht, jeden einzelnen Tag, dann lasst unbedingt jetzt einen Daumen nach oben da, um eure Eiskugel zu erhalten. Oder abonniert den Kanal, sonst werdet ihr euer blaues Wunder erleben. Also... Abonniert den Kanal und drückt auf Like für Part 2. Juhu!